geil. Einfach nur geil. Nee. Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Ich bin heute mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Und ja, vielleicht erkennt es der eine oder andere. Das ist der Markkleeberger See. Ich habe heute etwa 100 Kilometer vor mir und werde heute an 9 der 19 Neuseen vorbeikommen. Die Neuseen-Radroute hat insgesamt 107 Kilometer. Und man sollte trotzdem etwas mehr Zeit einplanen, denn es sind Abschnitte dabei. Da kann man einfach nicht so schnell fahren, wie man das gewohnt ist. Doch dazu später mehr. Der Markkleeberger See war der erste im Bunde. Und der zweite, der folgt zugleich, nämlich der Störmthaler See. Den kennt ihr ja auch schon. Die neuen Seen sind der Markkleeberger See, der Störmthaler See, der Hainer See, das Speicherbecken Wissnitz, was man allerdings gar nicht zu sehen bekommt, das Speicherbecken Borna, der Haselbacher See, der Kreutscher See, der Großstolpener See und natürlich der Zwenkauer und der Kospudener See. 11% Gefälle. Und wer gerade mitgezählt hat, der hat gezählt, dass ich 10 Seen aufgezählt habe. 2 Seen davon bekommt man gar nicht richtig zu sehen. Also ich weiß auch nicht so richtig, welchen See ich jetzt da rausnehmen soll aus dieser Liste und welchen nicht. Ich habe den Störmthaler See jetzt hinter mir gelassen und hier die Gegend bin ich ehrlich gesagt noch nie gefahren. Die Seen kennt man ja alle so ein bisschen. Aber den Verbindungsweg hier, keine Ahnung. Ich vermute, der nächste See ist der Hainer See. Schaut mal dort links, diese Erhebung, das muss die Hochhalde Trages sein. Dort war ich ja auch schon drauf, ich verlinke euch das Video mal. Der nächste Ort, wo ich hinkomme, wird Espenhain sein. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In Espenhain gab es sogar ein Informationsschild zu dem Radweg hier. Das Logo dazu, das zeige ich euch auch mal. Trotzdem lohnt es sich, den GPS-Track mit auf das Navi oder aufs Handy zu laden, denn teilweise sind die Wege ein bisschen schlecht ausgeschildert. Herzlich willkommen am Hainer See. Wie die meisten Seen im Leipziger Neuseenland war auch der Hainer See mal ein Braunkohletagebau. Die Flutung erfolgte 1999 bis 2010. Mach's gut, Hainer See. Hier hinter dem Waldstück befindet sich das Speicherbecken Wissnitz. Ich weiß allerdings nicht, ob der zu den neuen Seen dazugerechnet wird, weil so richtig ran kommt man auf der Tour nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man noch mal überhaupt einen Blick auf den See erhaschen kann. Naja, das werden wir gleich sehen und wir zählen mal mit. Also wir sind entweder bei 3 oder 4. Ich habe gerade Borna hinter mir gelassen, ja, und wie bei der letzten Radtour auch schon. Borna ist absolut die Hölle, ey. Zumindest für Radfahrer, auch außerorts. Eben auf dem Radweg hierher wurde der Radweg plötzlich zum Gehweg. Ich musste auf die Fahrbahn wechseln, auf einer vielbefahrenen Straße, Tempo 100, auf einer offiziellen Radroute. Dankeschön, liebe Stadt Borna. So, und ich bin echt sauer. Auch das hier wird uns vorgesetzt. Nee, also, liebe Stadt Borna, da besteht Verbesserungspotenzial, ganz ehrlich. Wer bitteschön baut solche Wege und führt dann auch noch eine Radroute drauf lang? Stadt Borna, ey, was ist denn mit euch los? Was stimmt mit euch nicht? Ich fahre hier auf einer Ebene, maximal 10 km/h, weil es einfach nicht schneller geht. Das ist traurig, traurig, einfach nur traurig. Ich bin so sauer. So, und vor diesem ganzen Rage-Modus habe ich ganz vergessen. Hier unten ist der Speichersee Borna. So, zu einem Überfluss kommt man ja jetzt noch an einer geschlossenen Schranke vorbei. Also irgendwie
habe ich langsam das Gefühl, ich fahre hier verkehrt. Ich muss hier irgendwie außen rum fahren. Und hier kommt dann so ein kleiner Durchgang. Ja, Stadt Borna hasst Radfahrer. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. So, und jetzt genießt doch mal den Blick hier auf diesen wunderschönen See. Und irgendwie ist es schon idyllisch hier, findet ihr nicht auch? Der Speichersee Borna ist dann wohl der fünfte der neuen Seen, an denen wir vorbeikommen. Wenn du denkst, es geht nicht noch schlimmer. Schaut mal, Leute, hier geht unsere Radroute lang. Und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Schaut mal, wunderschöne Stufen. Geil. Einfach nur geil. Nee. Der Abschnitt nach der Stadt Borna bis zum Speicherbecken Borna, der war wirklich frustrierend. Aber im Großen und Ganzen war die Tour doch okay. Ich will nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Schaut mal, ich war schon mal hier. Nur damals war hier richtiges Hochwasser. Ich kann mich erinnern, dass ich hier Drohnenaufnahmen gemacht habe. Ich verlinke euch das mal, weil ich weiß gerade selber nicht mehr, wohin ich da gefahren bin. Und endlich ist auch hier dieser komische Radweg da zu Ende, der kein Radweg war. Das war echt unmöglich. Aber hier ist wieder schön. Wuhu! Das ist übrigens die Pleiße, die hier unten fließt. Was für ein schöner Waldweg. Und ich habe schon gesehen, hier vorne wird sich gleich der nächste See auftun. Aber ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Ich informiere euch gleich nochmal. Wir werden gleich den Haselbacher See komplett umrunden oder fast komplett umrunden. Ach Leute, ich habe gerade keinen Bock mehr. Und im See ist nichts zu sehen. Hier hat man irgendwelches grobes Schotterzeug hingeschmissen. Ich kann hier 11 km/h fahren. Alles andere wird so unangenehm. Ey, so macht es keinen Spaß. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt endlich am See angelangt. Und der Haselbacher See hier unten kann sich echt sehen lassen, oder? Herrlich. Der Haselbacher See war übrigens Nummer 6 der neuen Seen. Und wie ich finde, bisher der schönste von allen. Was sagt ihr? Ja, das ist der Großstolpener See. Das wäre dann Nummer 7. Ich habe es vergessen. Ich habe nicht mehr die Zahl. Mist. Aggressiver Vogelangriff. Betreten des Walds auf eigene Gefahr. Also irgendwie bin ich gerade etwas verunsichert. Aber zum Glück muss ich ja nicht in den Wald, sondern hier lang. So wie es gerade aussieht, folge ich gerade dem Elsterradweg. Ja, das ist ganz schön, weil den bin ich ja schon mal gefahren. Und der ist wirklich gut ausgebaut. Also irgendwelche komischen Huckelpisten wird es jetzt erstmal nicht geben. So wie es aussieht, verlasse ich den Elsterradweg. Sieht man nicht. Moment. Gehe ich mal hier auf die Seite. Der Elsterradweg geht dort lang. Und der Neuseenradweg geht dort lang. Ja, ihr konntet es euch bestimmt schon denken. Der 8. See ist der Zwenkauer See. Mal gucken, ob ich hier irgendwo nochmal einen Blick erhasche. See habe ich jetzt hinter mir gelassen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Kosbrudener See und dann habe ich eigentlich alle 9 zusammen. Ja Leute, wenn man diese Sicht hat, weiß man, dass man an der Bistumshöhe vom Kosbrudener See ist. Hätte man noch mal einen schönen Blick auf die ganzen Seen oder auf einige von denen, an denen wir vorbeigekommen sind. Thank you.
Ja, da sind wir wieder am Markkleeberger See. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch mal hier, da fahre ich nach Chemnitz mit dem Fahrrad. Und hier unten, da verlinke ich euch noch eine schöne Wanderung von uns. Und wir sehen uns natürlich draußen.